diesem Rückstand hinterherlaufen. Jetzt der Einwurf von der rechten Seite. Der jetzt erst ganz langsam den Ball freigibt. Da vor dem Ball, aber Leikau bringt ihn Richtung 16. Alter, gut, hier mal drüber. Und Schmitz gegen Torben Kroll. Wenn er jetzt trifft, der Peter. Als Kind mit dem WSV auch groß geworden. Also der WSV war immer eigentlich Inhalt meines Lebens und bin als kleiner Junge schon damals in der Oberliga Nordrhein auf Plätze wie Jülich, Bocholt, SC Brück, Hennef, USW auswärts hingefahren und war auch bei vielen tollen Momenten hier im Stadion dabei. Fing irgendwann Anfang der 70er an. Da bin ich noch hier vorne über dem Böttinger dann schön schwarz reingegangen, hatte Ordner uns durchgewunken und ja, so fing das dann an. Hier als Wuppertaler kann man den WSV ja gar nicht übersehen sozusagen. Da müsste Wuppertal eigentlich froh sein und glücklich sein, dass sie einen solchen Verein haben mit so einem Potenzial und nicht irgendeinem Kunstprodukt. Auch wenn manchmal mir das bis zum Hals raus stand, ne, habe ich gesagt, nee, heute machst du nicht, heute gehst du nicht zum Training oder sonst was. Da sagt sie, komm, hau ab, du musst raus, Junge. Und so ist das eben beim Fußballleben gewesen. Also den WSV in drei Worten zu schreiben, ist sehr schwierig. Also ich verbinde mit dem WSV Vergangenheit, viel schöne Vergangenheit auf jeden Fall. Boah, wie klein war ich da, Grundschule. Da hast du mal hier im Stadion gewesen. So. Emotionen, Leidenschaft und vor allen Dingen eine Marke, die einfach zu dieser Stadt gehört. Also ich bin ja von klein auf mit meinem Vater früher auch ein paar Bundesliga-Stadien halt gefahren gehabt. Ich habe immer gemocht, große Stadien. Ne? Das ist das Ding. War halt für mich auch ein Stadion. Das ich auch sehen wollte. Das war das erste Mal, wo ich auch hier war im Stadion. Ne? Das war das erste Mal WSV für mich. Und anders noch, dass dieser Verein so seine rot-blaue Verbindungslinie durch die Stadt gibt. Ja? Und das ist eine Geschichte, da müsste Wuppertal eigentlich wirklich dankbar für sein, dass sie da so ein Geschenk hat. Wuppertal. Ich würde ja sagen, Wuppertal, in diese Stadt verliebst du dich nicht. Nicht auf den ersten Blick und auch nicht auf den zweiten. Als ich damals in dieser Stadt ankam, Hauptbahnhof, Elberfeld, da wollte ich eigentlich direkt wieder umdrehen und den nächsten Zug nehmen. Aber irgendwann wachst du auf und denkst dir, ich bin gerne hier. Ich möchte nicht woanders sein. Köln, Düsseldorf, Ruhrgebiet oder Berlin, nee, da will ich eigentlich nicht hin. Es ist gut so, wie es hier ist in Wuppertal. Das ist so wie in einer Beziehung nach einigen Jahren. Du bist nicht mehr verliebt, aber es ist einfach gut so, wie es ist.
Vielleicht ist das dann Liebe. ...1954 wird der Wuppertaler Sportverein gegründet. 62 Jahre, reichen die, um ein Traditionsverein zu sein? Das Stadion am Zoo wird 1924 eröffnet. Reichen 92 Jahre, um ein Traditionsverein zu sein? Glorreiche Zeiten in den 70ern, Bundesliga, UEFA Cup, Günter Pröpper. Als Fan brauchst du danach Steherqualitäten. Da trifft es sich gut, dass im Stadion einst Steherrennen ausgefahren wurden. War die schnellste Radrennbahn Europas damals, vor dem Krieg. Ey, Zahlen, Statistiken, Namen. Reicht das für einen Traditionsverein? Komm, stell mir noch einmal so eine saudumme Frage. Der Verein, das Stadion, die Fans, die Stadt. Der WSV ist ein Traditionsverein. Da habe ich meine ersten Spiele, habe ich mir Fußballschuhe geliehen, weil meine Mutter konnte mir die nicht bezahlen. Ne? Wir waren zu Hause 8 Kinder, Vater im Krieg vermisst. Und so fing ich dann an. Das war 2003, da ist mein Vater auf mich zugekommen und hat einfach gesagt, komm, lass uns mal zu einem Fußballspiel gehen. Ich bin davon ausgegangen, okay, wahrscheinlich Bundesliga oder so. Und dann ging es aber ins Stadion am Zoo und das war das erste Heimspiel in der neuen Regionalliga-Saison nach dem Aufstieg. Und es war gegen Eintracht Braunschweig vor knapp 5000 Zuschauern und haben lange 1-0 geführt. Bis zur, ich glaube, 89. Minute, da hat Eintracht Braunschweig ärgerlicherweise noch eine Ecke bekommen und das 1-1 geschossen oder geköpft. Und ja, ich weiß nicht, seitdem war es einfach um mich geschehen. Über 50 Jahre mache ich Fußball. Und den WSV habe ich alles miterlebt. Obwohl ich, sag mal, auch in anderen Vereinen war, auch selbst in Konkurrenzvereinen und so weiter. Angefangen hat das relativ früh, ich glaube, ich war 5. Das muss dann dementsprechend nach Adam Riese 97 gewesen sein, wo ich mit meinem Vater das erste Mal im Stadion am Zoo war. Und dann war ich da, habe mich aber für Spiele überhaupt nicht interessiert. Also ich glaube, ich habe irgendwelche Pfandflaschen durch die Gegend gekickt, aber das Spiel war relativ uninteressant. Ich glaube, es ist auch kein Tor gefallen. Ja, WSV, wenn du damit aufwächst, dann... Ja, wie soll ich da sagen? Das ist halt nun mal der Verein hier im Wuppertal und da bist du dann direkt dabei. Das ist ja, mit der Muttermilch halt. Wuppertal ist erstmal meine Stadt. Und dann kommt eben als zweites, dass der WSV mit der höchst spielende Verein ist. Mit einer, sagen wir mal, akzeptablen Fanszene. Und irgendwann bin ich mal als kleiner Junge hier hingekommen und fand das ganz attraktiv. Und deswegen denke ich sicherlich, dass das, was ich bin, auch durch meine Stadt, wo ich hier geboren worden bin, auch geprägt worden ist. Und das spiegelt sich halt auch in der Fankurve wieder. So richtig dazu gekommen erst seit 2003, wo wir in die Regionalliga damals aufgestiegen sind. Da bin ich dann herangeführt worden an den Verein und habe dann die ersten Spiele mit meinen Eltern besucht und bin dann aber relativ schnell dazu gekommen, meine eigenen Wege zu erkunden. Habe dann fortan eigentlich seit 2003 relativ wenige Spiele auch jetzt in der Vergangenheit dann verpasst. Kind schon habe ich das immer verfolgt und habe die Ergebnisse verfolgt. Und dann das erste Spiel, an das ich mich so bewusst erinnern kann, war 1997. Da hatte ein Kumpel von mir eine Freikarte und hat gefragt, ob ich mitkommen möchte. Und seitdem bin ich irgendwie drauf kleben geblieben. Krise ist ja auch so ein Wort. Da sagen sie, im chinesischen Wort für Krise steckt immer auch das Wort für Chance. Das ist so eine Weisheit, die sie dir im Management-Seminar um die Ohren schmieren. Stimmt aber gar nicht, ist nur so halb wahr. Außerdem, warum China? Krisis kommt aus dem Griechischen und bedeutet Höhe oder Wendepunkt einer gefährlichen Lage. Heißt auf Deutsch,
Von jetzt an kann es eigentlich nur noch bergauf gehen. Es gab viele, viele Jahrzehnte immer dieses, ja, wir müssen so ähnlich sein wie Düsseldorf, wir müssen uns an Köln orientieren oder an Düsseldorf orientieren, von der Stadtqualität, von der Größe her, vom Geld, was da unterwegs ist. Diese Wettläufe kann man nicht gewinnen. Ich bin jetzt fast 20 Jahre in Wuppertal und der größte Teil dieser Zeit habe ich den WSV insgesamt einfach als Chaostruppe wahrgenommen. Nicht so sehr auf dem Platz, sondern vor allen Dingen das, was drumherum im Verein passiert ist. Und da war auch eine Zeit lang, da bin ich nicht zum WSV gekommen. Da habe ich mich auch ein bisschen geärgert, aber warum, ist ja auch egal. Und das habe ich dann auch gar nicht so genau ganz mitbekommen. Aber die hatten ja da haben ja in der zweiten Liga gespielt und die sind auch nach 2 Jahren dann wieder abgestiegen. Aber woran das lag, kann ich natürlich auch nicht sagen. Da will ich mich da gar nicht sehen lassen hier. Ja, das war ein anderes Konzept. Das war das Konzept Mäzenatentum. Das sage ich jetzt völlig wertfrei. Aber das war ein anderes Konzept. Und da hat sich die Stadt nicht wiedergefunden drin. Also da haben sich auch die Fans sich wiedergefunden, wirklich. Und so, glaube ich, hat sich das einfach getrennt. Man hat sich getrennt irgendwie. Man hat schon harte Zeiten erlebt. Es gab da teilweise sportliche Leiter, mit denen ist man wirklich nah aneinander gekommen. Und weil man ist ja hier, weil man eigentlich das gerne für den Verein tut. Man ist mit Herzblut dabei und man versucht, den WSV nach vorne zu bringen. Und da wurden einem oft Steine in den Weg gelegt. Ja, wir hatten auch unsere Gruppe, hatten dann mal Bundesliga abgeklappert, Nürnberg, Schalke, und wir sind aber immer wieder zurückgekommen irgendwo. Das war halt, das war eine schwierige Zeit hier im Verein, weil es natürlich, man kann schon sagen, es ging drunter und drüber, ja. Und es war halt so ein bisschen Kontrastprogramm, weil wir sind halt in dem Jahr mit der U19 von der Niederrheinliga in die Bundesliga aufgestiegen und haben natürlich dann, ja, wir waren so ein Stück weit so eine Insel. Ich habe das professionell gesehen, habe mich davon frei gemacht und habe einfach, ja, das sportliche Ziel vor Augen gehabt. Und wir haben uns da komplett auf sportliche inhaltliche Sachen konzentriert und das hat gut funktioniert. Die Einstellung war immer positiv, das in jedem Fall. Nur wir wussten wirklich nicht, geht es jetzt weiter oder war es das jetzt? Und das war eigentlich ein paar Wochen, war es ganz schön am Kippen. Und bis dann erst mal rauskam, ja, da gibt es eine Gruppe und die wollen was machen. Und dann kamen immer mehr Infos raus. Und ja, dann war es ja auch schon eigentlich so weit, dass sich da unten in der alten Sporthalle die Leute dann geoutet haben von der 2.0. Und da hat man eigentlich das Gefühl gehabt, jetzt geht es nochmal richtig los. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich habe es gar nicht mitbekommen. Wir haben einfach angefangen mit dieser Ich will mein WSV zurück Aktion. Tag später war der Runge weg. Auf einmal höre ich was. Ja, wir haben auch schon ein Konzept von Initiative 2.0. Ich weiß gar nicht, wo ich das da gehört habe. Ja gut, da haben wir euch den Anschluss gegeben. Jetzt spielt weiter. Ne? Ich meine, läuft ja gut momentan, oder? Es war sehr chaotisch. Ich kam natürlich komplett frisch rein. Habe aus den allen Jahren von vielen Erzählungen gehört und ach, Chaotenverein und Runge muss weg und sowas, das wusste ich auch und es war mir auch jahrelang klar, dass sich da was ändern muss. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das dann in dieser Form so ist, wie es dann abgelaufen ist letztendlich. Und ich habe in dieser Zeit, wo es wirklich drunter und drüber ging und wo auch viele Ehrenamtler schon gesagt haben, wir müssen da jetzt was machen und haben uns dann ein paar Mal zusammengesetzt. Und deshalb war ich sehr froh, dass es dann irgendwann diese Initiative gab, die gesagt hat, wir wollen es ändern, wir wollen einen Neuanfang, weil das dringend notwendig war. Und ich habe dann auch beim letzten Heimspiel dann auch am Mikro gesagt, wo ich schon wusste, wahrscheinlich schmeißen die mich gleich raus, aber ich habe gesagt, Leute, Freitag, Mitgliederversammlung, wir brauchen den Neuanfang. Als dann halt eben der Brief von Thorsten Dorst kam, so eine Initiative, war halt für uns auch erstmal so, okay, da soll jetzt was sich bewegen. Dann trat auch die Initiative auf uns zu und hat intensive Gespräche mit uns darüber geführt, wie das halt funktioniert. Und es wurden immer mehr Fans und auch bekannte Leute im WSV-Umfeld halt in diese Initiative reingeholt. Und das war natürlich für uns dann auch erstmal ein ganz anderes Gefühl, überhaupt mal, dass Personen mit uns agieren und uns auch mal respektieren und auch verstehen, dass wir ein Teil davon sind. Ich habe damals mal zu einem ehemaligen Vereinsverwaltungsrat, der gesagt hat, ja, wollt ihr denn wirklich absteigen, gesagt, wenn der Verein absteigt und auf solide Beine gestellt wird, bin ich der Erste, der sich eine Dauerkarte kauft. Ich habe das absolut begrüßt. Es war längst überfällig, aber es war nie so,
dass aus der Fanszene so viel Druck kommt und jetzt natürlich durch Leute, die bei 2.0 auch ein professionelles Know-how mit an den Tag gelegt haben, war es dann einfach möglich. Es war die Gunst der Stunde und ich glaube, der Verein hätte es auch sonst nicht mehr lange überlebt. Wir hatten natürlich alle irgendwie ein komisches Gefühl vor dieser Mitgliederversammlung. Wir wussten ja gar nicht, was kommt da jetzt so genau auf uns zu. Sind da noch irgendwelche anderen Kandidaten oder was ist das? Wird unsere Idee überhaupt angenommen? Ja, das war schon. Wir sind dann jetzt nicht reingelaufen und haben gesagt, ja, jetzt ist ja klar, das räumen wir jetzt hier ab und dann ist alles gut. Und die ganze Entwicklung der Mitgliederversammlung, die war natürlich grandios. Ich war einer von den Auszählern, der die Stimmen ausgezählt hat und wusste dann auch sehr früh das Ergebnis und musste mich dann beherrschen, da ich nicht laut losbrüll und den Leuten da schon sage. Also das war schon echt Wahnsinn, war Gänsehaut. Und wer mich kannte damals und mich gesehen hat, der wusste eigentlich direkt, was los war. Ein Viertel davon 269 und 298 insgesamt Jahre. Yeah! Irgendwie habe ich das Gefühl, da geht noch was. Früher dachte ich ja eher so das Gegenteil, aber jetzt? Doch, jetzt habe ich echt das Gefühl, da geht noch was mit Wuppertal. Vorwärts, bergauf, so. Ja, habe ich so das Gefühl. Das ist dann nicht schlecht, wenn das auch unterstützt wird von Wuppertalern, also von Wuppertaler Firmen. Ich denke schon, dass sich das bezahlt macht. Klar, der Verein wird von den Menschen gemacht, wird von jeder einzelnen Schulter getragen. Und da steckt schon viel Liebe drin. Ohne das Ehrenamt würde das nicht funktionieren. Ja, und ohne Geld halt auch nicht. Ein paar Firmen unterstützen den WSV schon ganz lange. Es kommen jetzt auch wieder mehr neue dazu. Ein Fußballverein, der wie jetzt gerade von der einen Liga in die andere aufsteigt, das ist immer ein gutes Signal. Das ist einfach für die jeweilig sehr engagierten Fans sowieso natürlich was ganz Tolles, aber auch die anderen kriegen das mit. Nach den Irritationen, die wir hatten in den letzten Jahren, haben sich jetzt aus meiner Sicht sehr kompetente Leute zusammengefunden im neuen Vorstand, an die ich glaube und an deren Konzept ich glaube. Das hat sich ja auch bewährt. Die haben sich gut aufgestellt, eigentlich in allen Bereichen. Und wir wollen die auch weiterhin dabei begleiten, weil ich sehe da auch zwischen dem WSV und uns eine Win-Win-Situation. Der Verein ist offen, der Verein geht auf die Ultras zu, auf die Zuschauer, die können sich äußern, auch bei der Jahreshauptversammlung läuft alles ganz anders ab wie früher und daher kommen auch dann die Zuschauer ran. Da habe ich natürlich noch ein bisschen skeptisch, wie die Initiative, ob das klappen würde oder nicht klappen würde. Aber wie ich jetzt gesehen habe, hat alles geklappt und so und habe ja alles so mitgekriegt. Und wenn man denn so alles mitkriegt, dann hat man zwar immer ein bisschen, ist man Pessimist, ne? Und glaubt noch nie an allem so, ne? Aber was ich bis jetzt gesehen habe, dann haben sie sehr gut aufgebaut und haben auch viel gemacht, vor allen Dingen auch die Fans, dass die doch in so Mengen kommen und so die Begeisterung, die da ist. Jetzt ist der WSV für mich auf einem guten Wege. Der Neustart hat funktioniert, sowohl sportlich als auch vor allen Dingen neben dem Feld. Und großes Kompliment an die Macher, die das geschafft haben. Die Leute, die hier ehrenamtlich also alles machen, auch vorm Stadion immer WSV-Artikel und Kaffeekuchen alles verkaufen, die wollen ja hier ein Dach für die Nord haben. Ne? Die Leistung sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick, wenn man auf den WSV guckt, aber wenn man das wie so ein Mosaik anguckt,
und die einzelnen Teilchen anguckt, dann stellt man schon fest, wo das da so reingeflossen ist. Ja. Was ich spektakulär finde, ist, dass die Fans immer dabei geblieben sind und dass es da immer eine sehr große Zahl gibt, die daran teilnehmen. Das merkt man, wenn wir in der Zeitung Internetumfragen zum Thema WSV haben, dann gehen die Zahlen so nach oben. Ne? Also da gibt es eine ganz große Zahl von Menschen, die nicht etwa sagen, jetzt sind die schon wieder abgestiegen und in die Liga und dann nochmal, dass man dann seinen Verein verlässt. Sondern im Gegenteil, die sind dabei geblieben. Und dieses langsame wieder nach oben steigen, das kann man durchaus als Symbolsignal nehmen, so wie sich Wuppertal insgesamt entwickelt. Die Erwartungshaltung beim WSV ist grundsätzlich sehr hoch. Das muss man natürlich auch wissen, wenn man hier Trainer der ersten Mannschaft ist. Und wir sind nicht mit dem Ziel hier Platz 1 in die Saison gegangen. Natürlich hat man sich das intern erträumt und Manuel und ich haben natürlich öfters darüber gesprochen, dass es natürlich schön wäre, wenn wir aufsteigen würden, ganz klar. Aber unser Ziel primär war erstmal, aus dieser Mannschaft eine Mannschaft zu machen. Ich glaube, dass das... dass die Art, die wir Fußball spielen, schon speziell ist und dass man da auch spezielle Spielertypen für braucht. Und gerade in dem Alter 16, 17, 18 sind die Spieler noch sehr lernfähig, vor allen Dingen was taktische Sachen angeht. So zum Beispiel das Umschaltverhalten, diese Aggressivität auf den Platz mitzunehmen, schnell nach vorne zu kommen und nachzurücken. Und das sind halt auch die Sachen, die wir in den drei Jahren U19 recht schnell in die Mannschaft reinbekommen haben. Und man hat es vielleicht am Anfang der Saison jetzt bei der ersten Mannschaft gemerkt, dass wir ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatten und mit der Zeit aber immer besser wurde. Die Arbeit, die wir hier reinstecken, ist wirklich, der Aufwand war teilweise echt heftig. Für manche ist es echt erwidert, dass zum Beispiel oft, dass er wirklich später zum Training kommt oder so auf den letzten Drücker, weil er immer wirklich lange arbeiten muss. Die Erwartungshaltung an mich selber ist sehr groß. Ich bin halt sehr, sehr ehrgeizig, kann unglaublich schlecht verlieren. Ich bin ja auch noch linker Verteidiger, das heißt, ich turne da eigentlich die ganze Zeit rum, eine Halbzeit lang. Da kriegt man schon ordentlich mit. Der ist ja immer voll dabei, der würde ja am liebsten mitspielen, deswegen. Aber na klar, man versucht schon vom Spielfeldrand Einfluss zu nehmen und ich denke, dass es auch dem einen oder anderen, gerade jungen Spieler, im Verlauf der Saison eine Hilfe war. Und viele sind ja jetzt auch schon die eine oder andere Saison bei mir, die sind es auch nicht anders gewöhnt. Also wenn ich das jetzt abstellen würde, dann würden die sagen, hey, hier stimmt was nicht. Totaler Vollprofi, ne? Der, das merkt man dem auch an, dass er da auch total ehrgeizig ist. Ne? Ist ja gut, dass er nie zufrieden ist, hat man das Gefühl. Ja. Der will immer mehr haben. Ne? Das ist so ein bisschen auch so eine Bayern-München-Mentalität. Die sind nicht zufrieden mit dem, was sie haben, sondern die wollen mehr. Ja. Also jetzt spielerisch gesehen, jetzt nicht irgendwie von den Finanzen im Verein, aber die wollen einfach, so, dann ist halt eine Grätsche zu wenig. Da gewinnst du 3-0, aber warum hast du die Grätsche nicht gemacht, hat man das Gefühl beim Stevie. Ne? Und trotzdem hast du das Gefühl, der steht hinter der Mannschaft. Ja, ja. Wenn die mal schlecht sind, dann sagt er, okay, komm. Die Balance stimmt aber zwischen das Kritisieren, ja. Negativ und positiv. Das hat man ja beim Pokalspiel gegen Schweiz aus Essen gesehen, wo dann der eigene Spieler gemacht wurde und Stevie dann angeblich gewirkt hat. Ne? das war schwach, hat er nicht gemacht, aber halt sieht man, wie er dahinter steht. Ne? Das ist halt seine Mannschaft und da lässt er halt nichts ran. So, ne?
denke, dass es halt irgendwann auch, dass wir so ein paar Spiele hatten, wo es dann irgendwann Klick gemacht hat. Ich glaube, dass wir am Anfang der Saison unsere Erfahrungen auch gemacht haben, dass es nicht alles leicht geht, dass es nicht alles spielerisch leicht geht, sondern dass man wirklich hart arbeiten muss. Und ich glaube, ja, spätestens nach dem Spiel hier gegen Uerdingen, in dem 5-0-Sieg, wusste jeder, wir können hier was erreichen in dieser Saison. Schon jetzt mehr als Team auf, weil das jetzt mehr Zusammenhalt ist. Es ist mehr familiär. Früher war alles auf eine Person fixiert, die auch alles für den Verein getan hat. Aber jetzt ist es so, dass man mehr zusammenhalten muss. Und man merkt das auch, dass es zum Beispiel bei den Bällen, wenn die Bällen jetzt fehlen, dann müssen wir die zahlen aus der Mannschaftskasse. Und früher haben wir den Herrn Runge angesprochen, der hat die neuen Bälle gekauft. Und, ja, und dann, also da merkt man den Unterschied, ja. Da ist eine Mannschaft, die müssen zusammenhalten und das muss auch alles klappen. Nur wenn unter den Spielern mal Neid ist oder so, das ist das Schlimmste, was es gibt. Also die Spieler müssen sich verstehen und das ist das Wichtigste. Und das hatte ich das Gefühl, dass das auch die ganze Saison dann war. Ich glaube, dass wir halt mit der Kaderzusammenstellung vor der Saison einiges richtig gemacht haben und dann war uns halt auch wichtig, dass wir ja, eine andere Art von Fußball spielen, als sie in den Jahren vorher hier gespielt wurde. Wir wollten einen Fußball spielen, den ja, den Traditionsverein spielen muss, um ja, ein hohes Gut, nämlich die Fans, mitzunehmen. Und ich glaube, das haben wir mit vielen Jungs hier aus der Umgebung, aber auch mit Spielern, die ja, für die es primär erstmal darum geht, Leidenschaft auf den Platz zu bringen. Und, ja, taktische Disziplin auf den Platz zu bringen, Tempo auf den Platz zu bringen. Ich glaube, dass das ganz gut funktioniert hat und das war unser primäres Ziel. Und wir wussten genau, mit ein wenig Geduld, mit viel, viel harter Arbeit ist es mit dem Kader möglich. Es passiert einfach. Das kann man gar nicht so genau festmachen, wann und wie und warum sowieso nicht. Plötzlich ist das alles von großer Wichtigkeit. Geht es mir schlechter, wenn meine Jungs verlieren? Bin ich gut drauf, wenn sie gewinnen? Die Motive sind nebulös, aber je irrationaler die Leidenschaft gewachsen ist, desto mehr Pfeffer steckt dahinter. Klar, ich wohne in Wuppertal und somit ist der WSV mein Heimatverein. Vielleicht liegt hier der Hund begraben. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Hier, in Wuppertal, lernst du leiden. Und Leidenschaft. Außerdem, ich meine, hey, das ist doch alles nur ein Spiel, oder? Oder nicht? Ultra in Gesamtdeutschland steckte damals ja noch in den Kinderschuhen. Ne? Ich meine, es gab so ein paar größere Vereine, größere Fanszene mit Ultragruppen, die sich so Mitte, Ende der 90er Jahre gegründet haben. Ne? Aber auch da steckte das Ganze noch sehr in den Kinderschuhen. Ne? Das war ja so ein Phänomen irgendwie aus Italien und dann hat man das halt in diesen ganzen wunderschönen Hochglanz-Fansigns gelesen, gesehen, Bilder, Fahnen, Rauchbomben. Fand man als 15-, 16-Jähriger natürlich super interessant und war total geflasht, wenn man diese Bilder gesehen hat. Für mich ist das so, ich gehe morgens früh aus dem Haus, ich sehe Regen, ich sehe, wir haben schon alles durch und ich weiß, Gott, nee, heute kommen noch 50 Leute. Was machst du? Wie machen wir das? Dann stehst du dich hier hin, fängst an und siehst, gut, geil, die Leute haben Bock. Also versuchen wir es ein bisschen mal anzuheizen. Und dann pusht sich das alles selber hoch.
Also ist jetzt nicht irgendwie was, wo ich gesagt habe, ich bin geboren und ich bin Ultra. Erstmal das. Aber ich denke, dass sicherlich so ein Fall ist, dass mein Ziel ist, das Bestmögliche für meinen Verein zu geben in den Möglichkeiten, die mir bestehen. Gerade die Ultras, die wirklich immer da sind, die uns immer unterstützen, dass es denen nicht primär nur darum geht, dass wir Spiele gewinnen, sondern dass wir das tun für den Verein, was sie auch tun, nämlich mit Herz und Leidenschaft bei der Sache sein. Das hatte damals mit dieser Kultur, die da jetzt mittlerweile hintersteckt und wie das Ganze gewachsen ist, hatte das damals ja noch gar nicht so viel zu tun. Es war noch alles sehr, sehr kindlich. Ist da irgendwie zum Spiel gefahren, hat dann halt irgendwie mal ein Bier mehr getrunken, als die Mutti erlaubt hat, und hat dann mal eine Rauchbombe angezündet und hat sich halt toll gefühlt. Also was ich da jetzt fühle oder genau, weiß ich nicht. Ich weiß nur, man muss das irgendwie machen. Um die Leute, weil die Leute sagen immer, Stimmung hier, Stimmung muss sein. Auch viele, die hier außen rumstehen. Da sage ich den Leuten, dann klingt euch in die Stimmung ein, dann seid ihr seid alle Teil davon. Also könnt ihr auch Stimmung machen mit. Ne? Und das sind nicht nur die 50 Männchen. Also ich kann es nicht beschreiben. Die Frage kann ich jetzt nicht beschreiben, wie es für mich ist, wenn ich da hochgehe oder wenn ich das erste Lied da höre von den Leuten. Das ist wirklich immer so eine Situationssache, keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach ein Gefühl, was dann kommt in dem Moment. Also ich kann mich noch auch an ein Spiel erinnern, was jetzt nicht das Halbfinale war, aber wir haben hier mal 6-1 verloren gegen die Zweitvertretung von Rot-Weiß Oberhausen. Und da hat dann unser Vorsänger eine ziemlich deftige Ansage an die Tribüne gegeben. Und dann wurde dann trotz dieses 6-1 extrem laut gesungen und super viel gesungen. Ich kann mir das so vorstellen, wenn es laut wird, pusht es die Mannschaft. Muss es, sonst würden wir es nicht machen. Sonst kann ich mich auch hier hinstellen und Kaffee trinken. Also wir haben diese so viele Gespräche immer wieder mit den Ultras gehabt, auch mit einzelnen Leuten von denen. Und als Spieler kriegt man das nie so wirklich mit. Wenn man mal sieht, was für einen Aufwand unsere Ultras betreiben, also was dahinter steckt, um letztendlich so eine Choreo zu planen, um eine Reise zu planen, um mit ins Trainingslager zu fliegen, um uns zu unterstützen, dann steckt da so viel Zeit dahinter und Geld dahinter. Und das ist einfach, da kann man nur letztendlich den Hut vorziehen und ein großes Dankeschön an die Leute sagen. Verein, ich weiß es nicht, wenn man immer hört, die bösen Ultras, also bei uns kann ich da wirklich schützend meine Hand drüber legen und sagen, was die letzten 12 Monate passiert ist, bei uns ist sensationell und wir freuen uns einfach, dass wir so Fans haben und so Leute haben, die uns nicht nur letztendlich mit ihrer Zeit, sondern auch mit vollem Herz unterstützen. Fakt ist aber aus unserer Wahrnehmung, natürlich gibt es da welche, die sind problematisch, völlig klar. 300 haben wir jetzt noch nicht erkannt. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Diese Zahl ist auch, glaube ich, mal irgendwann mal vielleicht vor Jahren mal festgehalten worden und wird seitdem immer kolportiert, trifft aber sicherlich nicht die aktuelle Situation beim WSV. Also in die Köpfe der Wuppertaler Polizei reinzugucken, ist unmöglich. Da werden sich junge Spinze zusammengebraut. Ich weiß nicht mehr, wo das herkommt. So. Die Zahl 300 war vollkommen überzogen irgendwie. Das Problem hier an der ganzen Sache ist, hier beim WSV sind die SKBs oder der SKB. Ne? SKB heißt es, glaube ich. Ne? Der ist ein szenekundiger Beamter irgendwie und der liegt so daneben irgendwie. Bei dem habe ich auch das Gefühl, der macht wirklich, versucht bewusst den Ultras Knüppel in den Weg zu legen irgendwie. Weil anstatt miteinander ist es wirklich ein Gegeneinander. Und das nervt einfach nur.
weil ich kann so oft sagen, dann bekommen Leute irgendwie aus dem Nichts heraus ein Stadtverbot, ein Stadionverbot wird ausgesprochen irgendwie, beziehungsweise er setzt sich mit der Polizei in Mettmann zusammen und dann werden wir mit berittenen Polizisten empfangen, Reiterstaffeln und irgendwie, vollkommen überzogen. Und dann kommt es natürlich auch oft zu Stress oder so. Ich glaube, es wurden in den 3 Jahren Oberliga vielleicht 3-mal Bengalos gezündet. Und es war nie ein Böllerwurf, ist aber nie große Schlägereien oder so. Es werden dann so ganz kleine Vorfälle. Ne? Wenn man dann so Vereine wie Dynamo Dresden sieht oder Hansa Rostock und dann sieht man uns und wir sind ungefähr auf einer Stufe von der Polizei gestellt, dann frage ich mich, wo nehmen die das her? Wir haben auf Bezirkssportanlagen gespielt. Da sind teilweise 800, 900 Leute. Ich habe da so Bilder aus Jahren Hiesfeld so vor Augen. Diese Bezirkssportanlage liegt in so einem in so einer Einfamiliensiedlung. Und da sind von der Hauptstraße 800, 900 WSV-Fans an diesen schönen 1 Meter hohen Jägerzäunen vorbeigegangen. Und die Eigenheimbesitzer, die haben natürlich da gestanden und banken um ihre Stiefmütterchen. Ich finde, dafür ist wirklich wenig passiert. Ich meine, das muss man an der Stelle mal sagen. Ich kann natürlich die Sensibilität verstehen, wenn ein Linienrichter da seinen Dienst nachkommen möchte und hat 2,50 Meter hinter sich, 250, 500 oder 800 grölende Fans, ja, die da ihren Spaß haben. Das sind Situationen, da haben wir immer gesagt, da passt der Verein noch gar nicht in die Liga. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, wo die 300 Leute herkommen. Ich will da auch keine Politik machen, überhaupt nicht. Wir hatten mehr Kosten, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die Fans waren aber auch die, die uns mindestens die ersten 2 Jahre finanziell überhaupt getragen haben. Aber dann daraus ist das Ganze dann halt irgendwie gewachsen, bis hin zu einer Gruppe, die sich komplett selber verwaltet, ne, Gelder verwaltet und Choreos organisiert, die riesengroß sind, Schifffahrten organisiert, Busreisen nach Essen, immer mit anderen Playern in der Fanszene irgendwie zusammen. Ne? Und das war eigentlich so ein ewiger Findungsprozess. Seit 15 Jahren ist das ein ewiger Findungs- und Entwicklungsprozess. Man hatte auch nie Stillstand drin. Ne? Wir haben reichlich viel Diskussion im Vorgang zu der Schiffstour gehabt. Wie das auf den Tisch kam damals, haben wir gedacht, na, ob das hinhaut. Und wir haben dann im Endeffekt mit 300 Leuten kalkuliert. So, und haben dann versucht, irgendwo die Goodies zu geben mit dem T-Shirt, mit der Eintrittskarte. Deswegen auch die Staffelung mit den Leuten, die dann im Boot sind. Und dass das dann innerhalb von 2 Tagen dermaßen weg war alles, das war krass. Genau das Gleiche war jetzt auch mit der Bustour. Wir hatten 15 Busse geordert, 20 Busse, 25, wir hätten sogar 30 Busse vollgekriegt. Aber irgendwo musste man mit den Kapazitäten halt haushalten und sagen, nee gut, jetzt ist Feierabend. Ne? Aber die Schiffstour, die war schon echt, vor allen Dingen die Hintour, die war genial. Wird es so wahrscheinlich auch nicht mehr geben, kriegst du nicht mehr hin. Ja, aber da sieht man natürlich auch also an diesen Sachen auch. Ne? Ich meine, das ist ja auch hier für die Fans ein finanzieller Aufwand. Ja? Und man sieht, dass sie wirklich ihr letztes Hemd hier für uns geben. Und das sind auch wirklich immer Argumente für meine Mannschaft. Das sind Argumente oder das sind Sachen, über die wir in der Kabine auch sprechen. Und demzufolge müssen wir natürlich das Gleiche machen. Ja? Wir müssen auch das Letzte für den Verein geben. Dann auf dem Platz in einer anderen Form. Aber ich denke, das sind wir den Fans, das sind wir denen einfach schuldig. Ich glaube, wir haben einfach als gesamte Fanszene und als Verein gezeigt, dass wir halt nicht der asoziale Suffpöbel sind, der irgendwelche Dörfer in den Namen legt, sondern dass wir ein ambitionierter Verein sind, die wissen, wo sie hinwollen. Stichwort da mindestens Regionalliga, Dritte Liga. Und vielleicht ist das damit so ein bisschen rausgewaschen worden, auch durch viele von diesen kleinen Vereinen. Also wir haben unglaublich viel Feedback bekommen, auch so von so kleinen Vereinen wie Kapellen, die dann einfach sagen, ja, ich weiß gar nicht, was die Polizei hier will. Die Jungs waren jetzt 3-mal hier, war immer super. Die kommen hier hin, super Stimmung, wird ein Bierchen getrunken und dann gehen die wieder. Ich glaube auch, dass das so in der Öffentlichkeit einfach dieses Bild auch ein bisschen zurechtgerückt hat.
Wir sagen ja immer, wir sind Assis mit Niveau irgendwie. Ne? Und das finde ich wichtig irgendwie, dass man sich auch ein bisschen gehen lassen kann, auch rumgrölt irgendwie. Ne? Ja, auf einem gewissen Niveau. Auf einem Niveau Assis mit Niveau, ja, ganz genau. Ja. Irgendwelche Schwachköpfe gegen Schwude und Lesben hetzen oder was auch immer. Ganz man genau. Kann Assi sein, Assi sage ich mal, man kann pöbeln ein bisschen gegen den Gegner oder so, weil man muss jetzt keine Schwuren und Lesben in den Knastparolen rufen, ist einfach das Allerletzte. Das hat auch im Stadion nichts zu suchen, meiner Meinung nach. Das Halbfinale gegen Rot-Weiß Oberhausen, das war schon eine Hausnummer. Ich meine, im Vornherein ist man natürlich schon nervös, weil man weiß, man steht im Halbfinale, man kann ins Finale einziehen. Es kommt ein wirklich sehr guter Gegner. Rot-Weiß Oberhausen ist kein Zuckerbrot, das ist kein Laufgegner. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war das also emotionalste Spiel für mich beim WSV. Ich sag noch, ich weiß gar nicht wen, der den Bierkasten für mich gehalten hat, pass auf, jetzt machen wir das Ding. 89, so, war gar nicht, also am Ende, wo wir das Ding gemacht haben. Und ich so, da haben wir gelacht, ja, stell mal vor, wir machen das jetzt so. Und dann kam so ein Spruch, oh nee, Verlängerung. Alle so, boah, nee, und dann auf einmal fällt das Ding, ey, die Leute sind ausgeflippt da, ey, das war, ey, ich schwör's dir, ey. Da habe ich meine Stimme verloren. Und Rücken also ein bisschen angeknappt dadurch. Aber egal. War geil. War ein geiles Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Als dann der Ausgleichstreffer da kurz vor Schluss noch gefallen ist, da hielt es mich auch gar nicht ruhig hinter der Kamera. Ich bin hochgesprungen und musste meinen Emotionen auch freien Lauf lassen, weil man ist immer noch Fan. Und dieses Gefühl, wenn ich daran denke, der Torjubel, der dahinter steckte, das war grandios. Das hatte ich wirklich lange nicht erlebt. Und dann kommt auch das Fandasein wieder hoch. Man sieht die Bilder, die wir hochgeladen haben, wo die Kamera wackelt beim Ausgleich. Man weiß ganz genau, man ist es selber, weil man einfach hochgesprungen ist und deswegen die Kamera gewackelt hat. Das war schon sensationell. Und als wir dann Peter Schmitz den letzten
entscheidenden Elfmeter ins Tor versenkt hat und die Nordkurve und das gesamte Stadion ausrastet und diese Emotionen herausspringen, das ist schon, dafür steht man dann auch hier. Ich war voll und ganz dabei. Ich hatte Leute neben mir stehen, die haben sich das Elfmeterschießen gar nicht angeguckt. Also das war schon echt krass. Da geht man richtig mit, da geht man auf. Da vergisst man auch alles drumherum. Da waren wir uns natürlich der Bedeutung des Finales auch bewusst. Ich denke, wir haben viele Jungs hier, die aus Wuppertal kommen und die wissen natürlich auch um die Rivalität mit Rot-Weiß Essen. Und ja, wir haben uns schon unglaublich viel vorgenommen, auch für dieses Spiel. Es war nicht ganz einfach, nach dem Aufstieg über 3 Wochen die Spannung hochzuhalten. Ich hatte trotzdem den Eindruck, dass wir das im Training geschafft haben. Und ja, wir sind eigentlich auch hochmotiviert in dieses Spiel gegangen. Ja.
am Ende nicht gereicht hat, tut sicherlich weh. Und es tut auch den Jungs weh. Aber man muss schon so viel Demut haben, dass wir natürlich da gegen eine Mannschaft oder gegen einen Verein gespielt haben, der sich auf einem Level bewegt, wo wir lange nicht sind. Ja, wir hatten halt eine überragende Saison und haben auch vor dem Spiel gesagt, das ist jetzt so das Quäntchen, was wir noch aufsetzen können. Und ich habe auch nach dem Spiel mit vielen Fans noch gesprochen und alle haben gesagt, so, ja, dass ihr verloren habt, das macht nichts. Ihr seid aufgestiegen, ihr habt eine überragende Saison gespielt. Wir hatten in Essen ein überragendes Erlebnis. Schade, dass wir es nicht gewonnen haben, aber es ist absolut kein Beinbruch. Die haben Geschichte geschrieben, die Jungs. Jeder Einzelne, der da war. Ist so. Und das müssen die realisieren, auch wenn die mit den Köpfen dann so runtergegangen sind, auch hier am Vorplatz angekommen sind, bin ich nochmal zu den Leuten hingegangen. Ich sage, ganz ehrlich, juckt keinen. Ey, Oberligameister, ihr habt uns aus dieser größten Scheiße rausgebracht, aus dieser verdammten Liga. Ey, geil. Also die Zuschauer, die sind schon hier wenigstens Zweitliga-reif. Also die stehen jetzt hinter der Mannschaft, also die dürfen auch mal schlecht spielen. Und dann feuern sie immer noch mal an. Und in Essen war ja auch verdient verloren, muss man sagen. Die Essen waren die bessere Mannschaft. Aber trotzdem die Zuschauer, die haben die dann richtig noch zusammen gefeiert. Das spiegelt aber auch schon das ganze Jahr wieder. Die Leute sind zufrieden, die gehen mit, die verzeihen dann auch mal schlechte Spiele. Und ich will nicht sagen, dass das Pokalspiel jetzt unbedingt schlecht war. Machte Aydogmus das 1-0 nach einer halben Stunde, sieht das ganze Spiel ganz anders aus. Also, oder der Jonas Schneider macht dann noch mal den Pfostenschuss rein, dann kommen die letzten 5 Minuten auch noch mal richtig ins Wackeln. Und das ist dann mal Fußball, ne? Und die Leute honorieren das dann auch. Und über 4000 waren es ja auf der Tribüne in Essen. Ja, die haben schon richtig Rabatz gemacht. War schon richtig gut, dass auch alle mitgemacht haben. Ist nicht immer der Fall. Fühlen da auch die Worte, ich kann das nicht so richtig beschreiben, es ist einfach nur geil, so fertig. Auch danke, wie gesagt, immer noch an die Mannschaft. Die können sich da wirklich, weiß ich nicht, tätowieren lassen, mir egal. Also Geschichte haben sie geschrieben. Also auf jeden Fall sind sie im Buch drin, also WSV-Buch sind sie auf jeden Fall drin. Diese Saison habe ich das erste Mal seit langer Zeit von vornherein das Gefühl gehabt, das kann klappen. Das sprach alles für uns irgendwie. Ich habe die ganzen Jahre vorher immer gesagt, ich bin immer skeptisch, gerade als WSV-Fan, der lange dabei ist, hat man immer diese negative Erfahrung. Ja, es war ganz verrückt. Also ich glaube, die meisten haben sich gewünscht, dass wir es am Platz klar machen, aber je früher, desto besser. Ich glaube, wenn man uns vor einem halben Jahr gefragt hätte, ist es euch wichtig, auf der Couch aufzusteigen oder auf dem Platz, dann hätten wir gesagt, Hauptsache, wir steigen überhaupt auf. Ja. War eine komische Situation, weil es stand ja 3-1.
Und 90. Minute stand da noch 3-2. Also wir haben schon gedacht, so ja, jetzt können wir gleich nach Hause, was sollen wir noch hier? Es war schon irgendwie verrückt. Also man stand dann halt, im Bhutan oben und die ganzen Fans waren unten und es stand 10 Minuten vor Schluss einfach noch 3-1 für Uerdingen und alle schon gedacht, so, okay, ja, dann halt nächste Woche und dann haben wir es wenigstens nach dem Spiel und können dann feiern. Ja, und dann fiel auf einmal das 3-2. Ja, und dann wurden alle so ein bisschen nervös und dann war aber, glaube ich, schon Lothar Stücker, der sich bei den Fans bedankt hat und ja, schön, dass ihr da wart und dann machen wir es halt nächste Woche und auf einmal fingen unten welche an zu jubeln und dann kam auch bei uns um die Nachricht an. Ja, und dann brachen natürlich alle Dämme. Ja, das war ein verrückter Tag einfach. Wie die Situation dann war mit der Dramaturgie in der Diskothek und dann ja, in der letzten Minute, dass dann Turo Düsseldorf das Tor, den Ausgleich macht in Uerdingen, war es doch trotzdem ein unglaublich schöner Aufstieg. Kennt man ja gar nicht. Wie viel auf einen zukam, ja, einem die Hand geschüttelt haben, wirklich teilweise Tränen in den Augen hatten, dass das jetzt wieder funktioniert hat, einen in den Arm genommen haben. Es wurden uns Kinder auf den Arm gegeben. Ich habe als Finanzvorstand, was für mich eher eine komische Situation war, Autogramme geben müssen. Ja. Wir haben 3 Jahre jetzt dafür gearbeitet. Haben das Ding wirtschaftlich sauber und sind genau wieder da oben und wir gehen auch weiter. Da merkt man, was das für die Leute ausmacht, wie tief das da drin ist und welche Glückseligkeit da gelebt wurde. Und das ist auch Verantwortung, auch, die wir auch mit übernehmen müssen. Das wissen wir ganz klar. Und wir haben hier ganz, ganz, ganz viele treue Fans. Und ich weiß genau, die fiebern mit. Und für die wollen wir das Ding natürlich auch ein bisschen spielen. Ja. Emotion pur, wir sind uns alle in den Armen gesprungen. Ja, solche Momente kann man sich nicht kaufen. Natürlich so, wenn der sportliche Erfolg kommt, dann kommen andere Dinge automatisch hinzu. Den sportlichen Erfolg hatten wir jetzt diese Saison. Aber auch da muss man sagen, dass wir wirklich Tag und Nacht dafür gearbeitet haben. Und zwar klar, dem Stevie und mir, dass wir es schaffen können. Aber uns war auch klar, was das für ein enormer Aufwand ist. Und den Aufwand haben wir jetzt fast 12 Monate lang gefahren, sind dafür belohnt worden. Und ja, jetzt müssen wir den nächsten Schritt machen. Hey.
gerne hin möchte, würde ich gerne ein bisschen unterscheiden, weil ich persönlich würde gerne einmal mit dem WSV in der ersten Liga spielen, langfristig aber einfach in der dritten Liga oder in der zweiten Liga mich ansiedeln. Guten Fußball spielen, dann kommen die Zuschauer und wenn man Erfolg hat, habe ich vorhin schon gesagt, kommen die auch ins Stadion. Also dadurch, dass ich schon eigentlich mehr Abstiege als Aufstiege erlebt habe, wäre es mir, würde ich nicht sagen, ist mir egal, wo sie spielen, aber ich würde es halt mitgehen, den Weg. Ziel ist, WSV wieder in der Bundesliga zu sehen. Ne? So, und da sind wir auf dem besten Wege zu. Das ist auch was die Stadt verdient hat, Minimum. Und alles darüber hinaus ist Bonus. Dass wir vielleicht den einen oder anderen ein bisschen ärgern können. Und dann muss das Wirtschaftliche drumherum auch Step by Step aufgebaut werden. Ich glaube, dass das, was der WSV momentan hat, so eine Art Marathonlauf ist. Und ich glaube, dass wir noch nicht auf der Hälfte angekommen sind. Weiter so arbeiten, so familiär, das Team weiterentwickeln, so wie wir es jetzt angefangen haben vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Da als Verein eventuell noch unsere eigene Identifikation, das, was wir sind, darauf können wir uns berufen. Erstmal die Liga müssen sie überstehen. Es wird schwer genug sein. Man hat es jetzt auch schon gesehen. Die Pokalspiele hier zu Hause gegen Oberhausen und dann Endspiel gegen Essen. Konnte man schon merken, den Unterschied. Es kommt darauf an, welche Spieler man verpflichten kann. Ja, da kann man einfach nur hoffen, dass sich große Firmen hier beteiligen werden, dass das ein großer Sponsorenpool irgendwann wird. Und dann haben wir natürlich ja, unsere junge Bande, die aus der U19 mit rausgekommen sind, die wir weiterentwickeln wollen, die wir, glaube ich, auch weiterentwickelt haben. Aber da zählt es jetzt auch für den einen oder anderen Spieler, den nächsten Schritt auch nächste Saison zu machen. Ja, unser Ziel ist eigentlich vom Ansatz her genauso aufzutreten wie in der letzten Saison. Dass wir uns da verstärken müssen, dass wir da was tun müssen, das wissen wir. Und das machen wir. Und ich bin mir sicher, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Die Stadt, das ganze Umfeld, das muss alles noch mehr zusammenrücken. Und dann glaube ich schon, dass die Stadt sehr, sehr großes Potenzial hat. Ich glaube, wenn das Team, das ist für mich der ganz entscheidende Faktor, wenn das Team zusammenbleibt, dann glaube ich, dass wir zwei Jahre brauchen, um uns ein bisschen in der Regionalliga zu rehabilitieren. Und dann, glaube ich, packt das die ganzen Wuppertaler auch wieder mehr. Ich wünsche dem WSV, dass der wieder hochkommt, also in den bezahlten Fußball, in den Profibereich. Das haben die Fans verdient, das haben hier die Verantwortlichen verdient, die jetzt mit dem neuen Projekt so gute Arbeit leisten. Für mich persönlich wünsche ich mir, dass ich, solange es geht, irgendwie mithalten kann. Wenn es noch eine Liga höher wäre, für mich persönlich wäre es natürlich Hammer. Wenn es nicht reicht, dann bin ich froh, dass ich meinen Beitrag geleistet habe. Und dem WSV wünsche ich, dass er über längere Sicht hinaus dann mindestens wieder zweite Bundesliga spielen darf. Thank you.
freue mich auf Essen, ich freue mich auch auf Aachen, ne? Ich freue mich auch auf einen kleinen Verein wie Siegen oder so. Ne? Es ist einfach mal schön, dass man mal regelmäßig dann noch wieder hier Gäste begrüßen darf und auch mal regelmäßig wieder in der Stadt zu Gast ist, wo auch eine Fanszene existiert. Keine Querelen mehr, keine Ausschreitungen oder sonst irgendwas. Alle in ihrem Maße für den Verein sich den Hintern aufreißen und agieren, sodass es zu 100% dem Verein zugutekommt. Und wenn das passiert und alle Leute das verstanden haben, dass das wichtig ist, dann hat man beim WSV eine ziemlich gute und rosige Zukunft mit all dem, was hier für Möglichkeiten herrschen, vor sich. Ein Wunsch, einen einzigen Wunsch, außer das sportliche Erfolg natürlich, der kann, also Hauptsache Liga halten, so, ne, nächste Saison. Einen einzigen Wunsch, aber der ist von allen WSV-Fans hier. Die sollen uns ein Dach bauen. Mehr nicht. Einfach ein Dach. Ich bedanke mich so wunderbar bei euch mit der Mannschaft, dass ihr heute so wunderbar gespielt habt, dass ihr so wunderbar gewonnen habt, dass ihr heute einmalig gewesen seid wieder. Ihr habt zwar beinahe einen reingekriegt, aber da war ja nicht so schlimm. Wir haben hauptsächlich wieder gewonnen, deswegen bedanke ich mich bei der Mannschaft mit einem dreifachen Hüb, hurra, Hüb, hurra, Hüb, hurra, bumm, erledigt. Kann man schon sagen, dass es für Oberliga unfassbar ist, dass man doch am Anfang nicht so wirklich darauf vorbereitet ist. Wenn wir schon die ganze Zeit vor der Kamera stehen, Carsten und ich. Endlich sehe ich mal seriös aus. Wie mein Radiogesicht auf. Ja, natürlich. Wie aufpassen, dass ich nicht runterfalle? Ja, nicht nur einmal. Also ich wurde schon oft festgehalten, dass ich runterfalle. Es arbeiten wirklich alle mit. Also alle Fangruppen und jeder, der im Stadion ist, arbeitet auch irgendwo mit. Und die sagen jetzt auch ganz klipp und klar, das ist mein Verein. So, und das gab es ja jahrelang nicht. Es war immer der WSV, aber nicht mein Verein. Stehen wir in der Playstation noch hier, dann ist es mein erstes Wohnzimmer, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das ist einfach diese Verbundenheit zu dem Verein, die Herzensangelegenheit, dass der Verein, ne, der Verein an sich, der Kern einem wichtig ist und nicht nur das, was auf dem Rasen passiert. Die haben nicht nur diese Ideen irgendwo im Hinterkopf, sondern die krempeln auch die Ärmel hoch und die machen was. Und das ist ein Weg, den ich total spannend finde. Ich sag mal, das zwei, dreimal die Woche, in ruhigen Momenten, wenn hier keine Arbeit, gehe ich hier immer hoch. Also das darf man eigentlich nicht, aber ich mach's mal. Um einfach mal ein bisschen runterzukommen. Weil ich denke jetzt nicht großartig hier über Fußball, boah, geil oder irgendwie sowas, sondern hier mache ich das Handy aus. Hier nervt mich keiner die halbe Stunde und hier bleibe ich dann. Ich weiß auch nicht, das ist einfach so ein Ruhepunkt für mich.